Hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wieder mal. Kanal, wieder mal. Ich bin schon wieder da. Ja. Und ja, da meine Videos so organisiert sind, wie sonst keinem seine, ja, wird es diesmal auch ein kleines bisschen durcheinander. Ich habe nämlich einiges, was ich euch zeigen will, muss, soll, kann. Wie ihr möchtet. Erstmal habe ich eine Bestellung von Craftelier bekommen. Da hat der Bote gerade an der Tür geklingelt, hat mich sehr gefreut, ist auch nicht lange unterwegs gewesen, knapp eine Woche. Ja, also Spanien kommt, finde ich doch schon sehr bemerkenswert. Ne? Ich habe bei Shein bestellt und das war vor 3 Wochen und das ist immer noch nicht da. Coco Rosa war auch schnell, das waren auch 2 Wochen, was hier. Ja, ich habe mich ein bisschen aufgetackelt. Ich gehe noch zum Doktor heute Mittag, wenn mein Mann da ist. Und ja, übrigens hatte ich euch ja erzählt, dass ich zum Gyn war, wie gesagt, bei der mit der Tante Käthe. Aber das Resultat ist alles in Ordnung, alles wunderbar. Geht mir gut, haben nichts gefunden. So, das wollte ich euch noch mitteilen. Jetzt mal weiter zu den wichtigen Sachen. Und wie gesagt, da ich sehr organisiert wieder bin und meine Videos öfter mal spontan drehe, habe ich jetzt auch kein Bastelmesser, um den Karton aufzuschneiden, sondern ein Küchenmesser. Und ich hoffe, ich bringe mich nicht damit vor laufender Kamera um. Aber egal, kann man ja rausschneiden. Macht nichts. Dann habe ich gestern wieder auf der Post einen Wutanfall bekommen. Beziehungsweise mein Mann ist zuerst runtergegangen. Ich habe ja dieses ganze Päckchen von diesen Zollbescheinigungen, wo noch Sachen von Ali rumliegen da. Und da ist mein Mann runtergegangen und der wollte dann halt so 2 oder 3 davon nehmen, dass es nicht jedes Mal so viel wird. Und da haben die dem 2 solche Stapelpäckchen, das sind ja diese kleinen Päckchen von Ali, da ich ja auch bei verschiedenen Händlern dann auch bestelle, vor die Nase geschmissen. Das ist von euch. Da hat mein Mann es schon besser sein gelassen. Er ist nicht so der Kämpfer. Das hat er mir dann daheim erzählt und ihr ratet mal, ihr ahnt nicht, wie schnell ich auf der Post war. Ich kann ein richtig kleiner Giftzwerg werden. Und hatte ich mir dann ein paar mehr mitgenommen, die mit dem älteren Datum, weil die behalten das ja angeblich nur 14 Tage. Komischerweise liegen die meisten aber schon länger da. Und bin ich hin und da habe ich gesagt, ja, entschuldigen Sie mal, aber ich möchte bitte diese Päckchen abholen. Und ich habe ihn angeguckt, ich habe darauf gewartet, dass der was sagt. Aber ich glaube, der hat was in meinem Blick gesehen, das hat ihm Angst gemacht. Ich habe die Dinge anstandslos bekommen und zwar nur die, die ich wollte und äußerst freundlich. Vielleicht habe ich wirklich so einen, keine Ahnung, Horrorblick drauf gehabt. Auf jeden Fall hat mein Mann auch Angst gehabt daneben. Der hat mich ständig in die Rippen gestoßen und gesagt, jetzt bist du ruhig, jetzt beruhig dich, ist gut jetzt. Na, er ist ja freundlich. Ja, er war freundlich. Es war auch sein Glück, weil sonst, ich glaube, ich hätte die ganze Post zusammengebrüllt. Na egal, macht nichts. Aber ich habe jetzt so 2, 3 Sachen gehabt. Ja, das war es. 1, 2, 3, ja, 4, 5, 6 Sachen. Ich habe einiges schon verräumt, weil es war nicht so wichtig. Das waren so Verschlüsse für keine Ahnung, Taschenalben, so diese Haken, die kennt ihr ja, da waren Brads dabei, Blümchen, aber ja, ist auch jetzt nicht so unbedingt zeigenswert. Aber was mich sehr gefreut hat, dass ich gekriegt habe oder abgeholt habe, sind diese Halloween-Geisterchen. Die haben mich gefreut, dass die mal endlich angekommen sind oder beziehungsweise angekommen waren sie ja, dass ich sie mal abholen war. Und dann habe ich diese Sprüche, habe ich mir geholt. Die haben mir auch sehr gut gefallen. Da ist mal sowas dabei wie kurz notiert, weil du so einzigartig bist. Geburtstagspost, weil ich dich mag. Von Herzen, zauberhaft. Lass dir den Tag versüßen. Einfach nur so. Was ist das? Notizen. Danke, dass es dich gibt. Genuss ist jede Sünde wert. Noch zu erledigen. Eine kleine Aufmerksamkeit und eine Karte nur für dich. Die habe ich ganz toll gefunden. Da habe ich mich auch gefreut drüber. Dann habe ich mir diese Tierchen bestellt, die glänzen wieder so furchtbar. Die habe ich auch schon 2 Stück davon benutzt und den Stempel nicht sauber gemacht, sehe ich gerade. Seht ihr die so? Da, das Häschen, Bär, Hirsch, das so. Und ja, da ich ja am Üben bin mit dem Kolorieren, zeige ich euch gerade auch mal. Es ist immer noch nicht so, wie ich das gerne hätte, aber langsam, ganz langsam mache ich Fortschritte. Dann habe ich mir dieses Papier noch bestellt gehabt. Das ist auch sehr knuffig, sehr süß. Und das sind halt die Motive, die ihr da vorne drauf seht. Es ist auch ziemlich stabiles Papier. Finde ich jetzt so für Motivpapier. Es sind 160er Grammatur, 6x6 Inch, Acid and Linen Free und 12 Blätter sind das. Ja, das ja, war auch sehr hübsch. Dann mit dem Kolorieren bin ich ja in diesem Buch dran, mit diesem dieses Kawaii-Buch hatte ich mir ja bei Amazon bestellt. Das hatte ich schon lange
in einem Haul gesehen, ganz am Anfang meiner Karriere. Und ich habe mir dann das bestellt, weil es mir gut gefallen hat halt eben, ne? Und dann bin ich dann da so am Versuchen mit dem Kolorieren. Ihr seht's. Also das da ist jetzt mit den Twin-Markern von Action, mit diesen Alkoholmarkern und das andere alles, außer der ist auch noch mit den Twin-Markern, das andere alles ist mit den Buntstiften, diese Aquacolors von Action. Und ja, an sich bin ich mit diesen Aquacolors, diesen Buntstiften, jenen welchen, sehr zufrieden. Die geben ordentlich Farbe ab, die lassen sich auch sehr gut verteilen, verblenden, die lösen sich gut. Aber ich bin halt zu dusselig dafür, finde ich jetzt. Also ich mache Fortschritte, aber wirklich äußerst langsam. Aber ich will das lernen zum Donnerwetter nochmal. So dusselig kann man doch gar nicht sein. Ja, und dann habe ich mir dann nochmal diesen Block hatte ich mir mal geholt. Das war jetzt Teddy. Und das ist so ein Aquarellblock, der sieht schon sehr schön aus. Und da sind halt so Motive drin, die sind, seht ihr das? Ja, das seht ihr. Wenn ihr da halt mit den Farben drüber fahrt, da bleibt keine Farbe haften, so diese weißen Herzen. Und dann habe ich das am Anfang versucht, so als Hintergründe zu gestalten, mit diesen Aqua-Dingsbumsen. Dann habe ich mir gedacht, eigentlich könnte man da doch auch drauf stempeln. Und das habe ich dann versucht. Und jetzt versuche ich das dann irgendwie hinzukriegen mit den Buntstiften. Ich versuche es. Ich werde euch das Ergebnis auf jeden Fall zeigen. So, jetzt kommen wir mal zu dem Craftelier-Dings-Einkauf. Ich werde das jetzt hier mal vorsichtig aufschlitzen. Ja, so. Lecker. Wer kommt jetzt? Ich sitze hier in der Küche, da ist der Briefträger da. Da werde ich mich ganz leise verhalten. Weil er hat wieder, tut sich ja wieder nur diese Zollzettel. Der klingelt schon gar nicht mehr. Der hat die Schnauze voll. Der weiß, dass eh keiner öffnet. Naja, gut, ist halt so. Ja, hier haben wir dann wieder diesen Lutscher drin, den ich nie esse. Ich gebe den immer weiter. Dann habe ich so ein Büchlein. Das ist jetzt das erste Mal, dass das drin ist. Hat geklingelt. Ist mir wurscht. Ja, da sind halt so Sachen erklärt. Ja. Ja, ja gut, ich gehe dann trotzdem mal öffnen. Ich bin gleich wieder da, ja?